Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Gleich wird's hell. Wir rudeln uns schon mal aus. Vielleicht nicht unbedingt sehen. Okay, ich habe noch nachgelesen, wo es denn das Minibike geben könnte. Also es steht in Büchershops oder halt in diesen File-Cabinets, also die Dinger da vorne. Und ja, ich denke mal, in jedem Bücherregal kann es drin sein. Ist halt very rare. Heißt natürlich viel suchen für wenig Ergebnis. Aber ja, bist du... Ja, würde ich sagen. Gut. Geschirr. Ist da was drin? Nein? So. Nope. Auch viel wert. Ich habe danach mal ein bisschen aufgeräumt, Sachen ausgewechselt, die ich nicht brauche und so weiter. Und ja, also die Pistole ist jetzt die beste, die wir momentan haben. Und die ist fast maxed. Also fast die höchsten Werte, die man haben kann. Ein paar Teile nicht ganz, aber das ist wurscht. Denn wobei die lustigerweise nicht ganz so extrem viel mehr Schaden macht wie die andere Pistole. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir dieses Handfeuerwaffen-Pistolen-Dingsbums lernen müssten dafür. So, Library, ja, Lounge. Ich will auf jeden Fall mal in die Lounge reingucken. Oh, da liegt jemand. Oh, die ist wach geworden. Feral. Klar. Weil es so witzig ist mit den Ferals momentan. Scheiße. Oh. Was ist mit ihr? Sie ist... Oh, tschüss. Sie ist ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ist da was? Das hat sie nicht ge... Okay. Die sollte jetzt down sein. Ja, gut. Das sieht ziemlich gut aus. Gut, hat es keiner gehört. Ja, gut. Der ist ein bisschen... Der schläft tief. Sehr tief. Jetzt noch tiefer. Muhahaha. Aha. Nope. Oh, noch einer. Hallo? Die haben es gehört, lustigerweise. Wow. Jesus Christ. Chill mal deine Bartflunde. Hallo? Komm mal hier hin. Oh, cool. Das war nicht getroffen. Okay. Teile. Jetzt geh doch mal down, Junge. Was ist mit dir? Okay, das schaffe ich. Aha! Die klitzekleine Spinne. Oh Gott. Lesen. Bla 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 bla. Töte ein paar Spinnenzombies. Okay. Was bist du hier? Du bist eine Couch. Vorsicht. Minibike-Lenker. Oh, cool. Erste Hilfe-Kit. Riesen-Couch. Das ist die Lounge, aber hier gibt es anscheinend nicht wirklich Dinge, die ganz spannend sind. Da ist nichts drin. Schade. Bisschen Leder. Kann doch nicht schaden. Na gut.
Kleines Lager, was leer ist. Toll. Herrje. Okay. Oh, 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 hier geht's aufs Dach. Cool. Aha. Da ist einer kaputt gegangen. Wow! Das war jetzt nicht zu erwarten. Alter Vater! Infiziert? Shit. Habe ich das dabei? Ne, aber ich glaube in Dingens. Im Häusle habe ich. Warte, voilà. Sportsack. Gibt es Holz oder gibt es Eisen? Eisen, okay. Noch ein Feral. Wie schön, dass es hier überall jetzt Ferals gibt. Das macht Spaß. Noch ein Rucksack. Noch eine Leiche. Schön. Schrotblindenteile, Taschenlampe. Scheiß drauf. Scheiß auf Taschenlampen. Okay, gut. Wo ging's runter? Wo ging's hoch? Da. Ja. Schön. Hauptsache, lief der erstmal so ganz gechillt rum und spritzte mich dann an. Das meine ich mit dem ins Gesicht springen, Freunde, ja? Genau das meine ich. Hab ich geschlossen? Bitte? Da kommt jemand, um mich zu holen. Irgendwann. Possession. Doch lieber Dosen. Bitte schön. Bitte für immer und ewig wieder satt, aber naja, was soll's. So. Weiß ja schon, ja, ne? Einsame Schüler. Erst die. Oh nein, nicht durch den Tisch. Okay. Scrap Metal, okay. Ein roter Footballhelm. Das sieht komisch aus, aber gut. Sandwich interessiert mich nicht. So, Bücherregal. Wünscht mir Glück. Dammit. Aber gut. Auch Dinge, die wir brauchen, so ist ja nicht. Mhm. Was? Was ist da unten los? Schon wieder. Das klingt gerade gar nicht witzig. Das klingt wie eine Horde of Perils. What the hell? Was geht bei denen schief? Ach du heilige Scheiße. Gehen wir ganz kurz hier. Das klingt sehr, sehr böse. Alter. Nicht cool. Warum tun die das?
Und warum wollen die durch die Wand generell? Normalerweise gehen sie nicht durch Wände. Ohne Grund. Habe ich die angelockt? Wie habe ich das geschafft? Erstmal, wo sind die und wo wollen die durch? Da! Okay. Wollen in meine Richtung? Okay. Die sind da drin gespawnt? Ach so, deswegen wollen sie raus. Kein Wunder. Okay, nur gut, aua. Soll mir egal sein. Erstmal diese Richtung. Korrekt. Ja. Sachen wegbringen und danach gucken wir uns mal das Hotel an. Hallo, die vorwärts. Danke. Bin sehr gespannt, ob wir da was Cooles finden können. Nun denn, wir haben inzwischen echt viele Rezepte gelernt. Trotzdem noch nicht das fucking Minibike. Tschüss, Monetarisierung. Und ein Bookstore gibt's hier nicht zufällig, ne? Nein, da gibt es so dieses blöde Kinderdingsbums und... Oh, damn. Das Haus hier rechts ist auch riesengroß. Ist das wohl... Ist das eine normale Villa? War ich hier schon drin oder nicht? Will ich hier zuerst rein? Das ist ein bisschen industrieartig. Was ist das? War ich hier schon? Nein. Sollte ich mir das vielleicht mal zuerst angucken? Ha? Nichts warm. Okay. Nun gut. Nun gut. Okay. Dahin. Tja, wie gesagt, wir werden auch nicht weniger gefährlich. Leider. Diese Kakteen überall. Schrecklich. Hello, Sir. Sind Sie ein Feral? Nein. Oh, es war zu tief. Oh, nice. 10 Punkte. Ich habe nochmal Fähigkeitspunkte investiert in Feuerwaffenschmied, weil ich würde nämlich das gerne zuerst machen. Ja. Das ist so mein Plan. So, das ist Krimskrams. Wichtige Scheiß. Ist das? 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 Nein. Benutzen. So. Das auch. Und. Doch, das würde ich auch mitnehmen wollen. Und das. Zack. Okay. Okay. So. Ja. Okay. Das dicke Haus da noch. Dann irgendwann im Hotel. Ich möchte im Hotel ist eigentlich überhaupt gar nicht viel drin, weil ich glaube, in den einzelnen Räumen sind wahrscheinlich meistens nur die Kommoden. Das heißt, wieder massenweise Klamotten. So wie bei den Spinnen in der Schule. Ansonsten.
keine Ahnung, halt die File-Cabinets wäre am besten, wenn man irgendwie ein Bürogebäude. Stimmt, das eine hoch ist doch bestimmt ein Bürogebäude. File-Cabinets können, wie gesagt, das gibt es halt am ehesten drin sein und eben in so einem blöden Bücherladen, den wir anscheinend hier nicht haben, weil da. Supermarkt wäre auch geil gewesen oder so ein Hardware-Store. Also ein Baumarkt. Ja. Gut, wir gucken uns erstmal das Ding hier an. Fängt ja schon gut an. Hallo. Tschüss. Kommst du noch? Wahrscheinlich. Okay. Okay. Stahlpfeile. Verlegen, kann man mitnehmen. Lieber haben als nicht haben. Und draußen schon wieder Krach. Ich, Moment. Okay. Weiter. da war ich gerade schon drin. Ja. Nehme ich auch. So. Hier war direkt mein Büro. Nice. Fernseher, Müll. Mhm. Okay. Erstmal unten alles abgrasen. Dann oben gucken. Was haben wir hier? Küche? Küche. Wohnt hier jemand? Sieht nicht so aus. Krasse Küche. So. Wandofen, da bist du ganz schön auf dem Boden. So. Das, zwei Spülen. Wrench. Eine coole, krasse Wrench wäre noch geil, wenn man sowas finden würde. Egal, ich verlange erstmal überhaupt gar nichts, solange ich nicht mal Minibike habe. Danach können wir wieder sagen, ich hätte so gerne. Ja. Okay. Müll. Aha. Ansonsten ist hier gerade nicht so viel, ne? Ja, ich ein bisschen leise sein. Aha. Kamin. Hübscher Fußboden. Kamin ohne Feuer. Okay. Kann ich Dinge auch herstellen, die Arbeitsplatten? Sehr cool. Ein Schlafzimmer. Was ist das? Walker. Kenne ich schon. Toll. Egal, kann erstmal mitkommen. Und ein offenes Badezimmer. Cool. Wer packt den Müll ins Badezimmer? Was drin ist, sind keine Dings, ne? Nein. Ich gut gehört. Verdammt. Hallo? Da oben? Oben oder unten? Ich meine, oben oder draußen? Oh Gott, ich glaube so oben. Ah. Upsi. Okay, schnell mal nach oben gehen und gucken, ob wir da alles geklärt kriegen. War ich hier schon drin? Ich weiß nicht. Ich muss gefangen werden. Macht mir noch das wichtige Ding kaputt. Ah! Okay, kleiner versteckter Raum. Also, mehr oder weniger versteckt. Komm schon! Schon wieder so ein Helm. Das ist irgendwie sehr, ich weiß nicht, komm, sehr häufig vorzufinden. Okay.
Oho. Aha. Da sage ich nicht nein. Gut, dann machen wir hier oben erstmal fertig. Also. Oh. Fliegerbrille. Cool. Oh, wow. 27 Patronen mehr. Das ist echt viel. Abstellkammer. Badezimmer. Keine Überraschungen hier bitte, danke. Lecker, lecker. Okay. Schlafzimmer nehme ich an. Ja. Ohne alles. Und hier? Wandschrank. Mit auch nicht sehr viel drin. Ich glaube, dann haben sie sich vor der Apokalypse noch verzogen gefühlt. So. Es müsste alles durch sein hier. Da vorne ist noch eine Tür. Ah, nettes Haus. Also es gefällt mir, ja. Liegt wer, oder? Ist das jemand? Eine Krankenschwester. Zerlegen. Ja, die Bonbondose kann man noch so Sprengdingpunkte draus machen. Minen oder so. Lederkapuze kennen wir bereits. Nehmen wir erstmal mit. Raus. Bisschen was haben wir noch? Gleich. Badezimmer, keine Überraschungen. Okay. Bin schon wieder randaliert. Ja, jetzt nerv ich ein bisschen gerade. Warum wollen wir schon wieder durch die Wände? Das sind viele. Ich habe denen gar nichts getan. Und warum wollen die mal gleich mit dem Kopf durch die Wand? Das verstehe ich nicht. Warum? Die gehen sonst auch mal außen rum. Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Muss ich mal kurz davon weglenken, dass wir das ganze Haus nicht kaputt machen. Hallo? 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 Bisschen Waffen. Wow, okay. Hallo? Na gut, egal. Was soll's? Die Matschepampe hier ist ekelhaft. Okay, will ich mir jetzt noch in dem. Obwohl, meine Tasche ist schon wieder voll. Und ich habe eine fucking Kettensäge. Kettensägen-Action. Kettensägen-Action. Baby, yeah. Ohohohoho. Ja. Die ist ein bisschen laut. Deswegen, nein. Ich habe eine Kettensäge. Oh, Baby, yeah. Gut. Sachen wegbringen. Dann morgen eben erst in das Bürogebäude. Also ich will dann nicht in das Hotel, sondern in das Bürogebäude. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück mit den Filing Cabinets und eventuell mit den Regalen und so. Au. Ich hab den Kakteen hier. Ha.
Nun gut. Was ist denn da passiert? Er wollte hoch hinaus und ist tief gefallen anscheinend. So, so. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.